yourself. You're sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Hallo, willkommen bei Kosis Deko-Tipps. Freut mich, dass ihr dabei seid. Heute bei einem Special zwischendurch, weil es ist jetzt Endspurt der Herbstdekoration, weil bald fangen wir mit Weihnachten an und ich habe einfach noch ein paar Ideen, die ich gerne zeigen will. Wir brauchen halt einen Kürbis. Ich nehme gern einen grauen Kürbis, weil mir einfach die Farbe, die dezente, so gut gefällt. Und die Kerzenspieße und Kerzen und ein bisschen herbstliches Pflanzenmaterial. Hey, you couldn't see it coming. You might have thought it. Change it. Hey, it's not right or wrong. It's about trying find the silver lining. Rain and fire, highs and lows, you name it. Cold and warmth, laughs and cries, you. You didn't see it flew by.
Ich bin noch am Stundenhandel. Das ist die Marlene, meine Cousine und fast Schwester. Weil wir waren so viel zusammen in unserer Kindheit. Jetzt leider nicht mehr, weil wir so weit, voll weit entfernt wohnen. Gell? Im Wilden Westen. Und die Marlene in Neukirchen, also eigentlich 3,5 Stunden von da weg. Aber sie ist kurz zu Besuch und das ist sehr nett. Ja, voll nett. Und jetzt habe ich sie auch gesehen. Jetzt darf ich da mal dabei sein. Ja, jetzt darfst du mal dabei sein. Jetzt kommen sie ja. Die Marlene ist außerdem die Godi, also die Taufpatin vom Nils. Das ist auch sehr nett. Ja, das ist meine Ehre. Das ist nett. Ja, stimmt aber. Okay, dann sind wir fertig eigentlich. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you. You don't even notice. Should have told you straight away. You don't have to be afraid. Fertig sind unsere Kürbisdekorationen, passend für einen Tisch oder für einen Couchtisch oder auf einer Kommode. Ich finde, das kann man überall hinstellen. Schaut total herbstlich und lieb aus und ist komplett einfach zu machen. Natürlich hält das wahrscheinlich nicht Monate, aber es ist halt immer so, wenn man Schnittblumen kauft, dann hält es ein paar Tage maximal und sowas hält halt immerhin 2 Wochen, 3 Wochen. Je nachdem, wie lang der Kürbis dann hält. Aber ich glaube, dass das wochenlang hält. Also ich finde, das ist eigentlich eine gute Variante, um dauerhaft zu dekorieren. Nein, keine Ahnung. Ich finde, es schaut voll cool aus und ist einmal ganz was anderes. Von den Farben her kann das ja jeder machen, wie er will. Entweder ein bisschen dezenter und zurückhaltender. Das ist ein bisschen auffälliger. Schaut beides. Ich finde beides voll schön, je nachdem, wie es halt besser passt zur Einrichtung. Ja, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Dann freue ich mich natürlich voll, wenn ihr mich abonniert, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr bei uns im Webshop irgendwas findet, die Kerzen halt, und die Kerzen gibt es zum Beispiel. Und ich freue mich jetzt dann schon richtig auf die Weihnachtsdekoration. Ist zwar noch ein bisschen früher, aber ich muss ja die Videos schon machen, damit ihr Ideen kriegt, wie ihr dann zu Weihnachten dekorieren wollt oder wie ihr den Adventkranz machen wollt. Also ich werde dann schon langsam anfangen. Und ja, ich hoffe, ihr seid am Sonntag wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und okay, das war's von mir. Ich ist jetzt mein Papa fertig. Pfiat euch. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich weiß, dass du nicht wissen. Es geht im Leben nicht immer um Malen.